Schiffe der Nimitz-Klasse sind die derzeit größten Flugzeugträger der Welt. Die Bewaffnung eines einzigen Schiffs, zu der auch 85 Flugzeuge gehören, übertrifft die Kampfkraft der gesamten US-Marine im Zweiten Weltkrieg. Die größten Kriegsschiffe der Welt sind weit über 300 Meter lang. Das Flugdeck nimmt eine Fläche von gut 16.000 Quadratmetern ein und die Verdrängung liegt bei rund 100.000 Tonnen. Diese mächtigen Schiffe sind moderne Instanzen der Kanonenbootdiplomatie. Oft genügt schon die Entsendung eines Flugzeugträgers in ein Krisengebiet, um die Konfliktpartei einzuschüchtern. Sie operieren im Flottenverband von 12 oder mehr Schiffen. Dazu gehören Versorgungsschiffe, Kreuzer der Aegis-Klasse, Zerstörer, Fregatten und U-Boote. Zwischen den beiden Golfkriegen waren solche Verbände dauerhaft im Persischen Golf stationiert. Im Pazifik gilt die Aufmerksamkeit vor allem Ländern wie China und Nordkorea. Die Zielgebiete können dabei tausende Kilometer vom Standort der Flotte entfernt liegen. Vor allem aufgrund ihrer Effektivität haben Flugzeugträger die Führungsrolle von den Schlachtschiffen übernommen.